Ja, seid gegrüßt, liebe Meerwasserfreunde. Ja, heute sehr, sehr geil. Ich habe es gar nicht gewusst, dass er hier ist. Das ist der Benjamin. Der Benjamin ist von Coral Clam. Ja, das ist so ziemlich, glaube ich, der geilste Muscheldealer, den es gibt. Denn der hat so ein paar schöne Kostbarkeiten, wie ihr hier seht. Ich zeige euch mal, was ist das hier für eine? Ja, wir haben hier jetzt noch ein paar Hippopus da und der Rasa, Rosia. Aber leider ist es schon spät und die meisten sind schon vergriffen. Ja, ja, ich meine gut, die Leute können sich ja auf jeden Fall erstmal auch mal deinen Shop ansehen. Ja. Da hast du auch immer super geile Dinger drin. Ich hau euch das einfach mal unten in die Beschreibung mit rein. Ja, und das Ding ist halt eben das, dass ich nach so einer Muschel schon Ewigkeiten suche. Die Hippopus. Ja, ne? Das ist ja mal was Seltenes, was man eigentlich nie bekommt. Und du bist, glaube ich, der Einzige, der die Dinger überhaupt hat. Ja. Aber erzähl doch mal ein bisschen den Hintergrund, wie du halt eben da rankommst. Du hast ja auch jemand Gutes, Bekannten. Ja, genau. Also es ist in meiner Familie jemand, der wo eben diese Muschelfarm betreibt und in Mikronesien lebt. Und daher beziehen wir diese Tiere aus einer Farm, die wo zu 100% auf Nachhaltigkeit achtet. Also bei uns kommt kein Tier ins Aquarium, das wild gefangen wurde. Die sind nur dafür da zum Züchten. Da gibt es auch ein paar Videos auf unserer Webseite verlinkt, wo man sieht, wie so ein Zuchtakt abläuft und was es auch für Arbeit macht auf dieser Farm. Bis so eine Muschel dann mal 3 bis 4 cm Größe hat, dauert es ja 2 Jahre und da ist einiges zu machen. Okay. Und was werfen die so roundabout an Jungen, sag ich mal? Also so in einem Zuchtakt werden ja meistens mehrere Tiere eingesetzt. Ja. Und man hat dann so bei der Rasa-Zuchtakten zum Beispiel 60 Millionen Eier, die wo man dann befruchtet. Ja. Und diese Eier also sind groß wie ein Sandkorn, etwas kleiner zum Teil sogar. Ja. Und was dann danach rauskommt, das steht immer in den Sternen. Ja, ja gut, ne, da ist immer ein bisschen viel an Ausschuss dabei, das ist klar, ne, was nicht eigentlich durchkommen nicht. Wird. Ja, nee? Natürlich, das schon, natürlich bleibt da was auf der Strecke, aber durch diese lange Zeit, wo da mittlerweile auf der Farm gearbeitet wurde, ist halt auch Selektion betrieben worden und wir können schon ziemlich gut Qualität dann anbieten, was Farben angeht. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall, wie gesagt, schaut euch da mal um auf seiner Website. Ich war ja auch schon da, ich habe auch die ganzen Videos angeguckt. Das ist schon echt gigantisch, wenn man das mal so sieht, wie das funktioniert. Ja, das wäre eigentlich mal, wenn ich da mal im Urlaub bin, da würde ich da sogar rumkommen mal und da mal ein Video drehen. Ja, gerne. Ist mir herzlich eingeladen. Das würde mich eigentlich selbst mal interessieren, weil gerade Muscheln bin ich sowieso totaler Fan von. Also, ja, und ich sag dir auch eins, also deine Muschel hier, die wird jetzt auch in dem neuen Drop-Off-Projekt zum Einsatz kommen. Da passt sie nämlich genau wunderschön in die Mitte rein. Und dann kannst du die dann demnächst auch begutachten. Ja, schön, wenn ich weiß, wo die Tiere hinkommen. Das freut mich immer sehr, noch auch nachhinein zu wissen, dass es ihnen gut geht. Ja. Weil man hängt ja doch dann dran, wenn man die täglich sieht. Und ja, so kann man auch gerne Mikronesien mal vorbeischauen. Ja, weil das wäre mal ganz interessant. Wir haben da auch seit diesem Jahr einen Muschelgarten. Es wurden 100.000 Hippopus ausgesiedelt. Okay. Zu einem Wiederbesiedelungsprojekt, zum Arterhalt der Tiere. Mhm. Und sowas kann man sich dann auf der Reise schon mal schnorcheln. Sowas macht ihr auch? Schnorcheln. Ja, schon. Also es ist nicht bloß diese Aquaristik, wo uns dann betrifft, sondern auch die Nachhaltigkeit. Mhm. Jetzt würde ich unseren Zuschauern noch eins, würde ich dich ganz gerne noch fragen. Ja, wir haben jetzt hier eine Drohne rumfliegen, deswegen haben wir wahrscheinlich so ein bisschen Lärm. was ich dich aber noch ganz gerne fragen würde, weil ich habe von einigen Leuten gehört, dass du ja so ein richtiger Top-Fachmann, was Muscheln betrifft, auch sein sollst. Oder halt auch eben durch die Muschelfarm auch weißt, was den Tieren gut tut. Was wäre denn so deine Empfehlung in Sachen Muscheln, so zur Haltung jetzt? Ja, es ist immer speziell aufs Aquarium zu betrachten, was wirklich dann sich eignet. Also es gibt viele Fischarten, die sich nicht halten lassen, wenn man Muscheln besitzt. Da muss man vorher erstmal einen Blick drauf werfen. Das Licht sollte gut sein, die Nährstoffe sollten vorhanden sein. Es gibt aber auch wieder Unterschiede, weil manche Muscheln zehren eher von ihren Zooxanthellen und können dadurch das Licht gut verarbeiten. Das sieht man dann öfters mal, wenn Muscheln braun sind. Und ist das, man hat eine These darüber, es ist noch nicht hundertprozentig biologisch bewiesen. Okay. Also ich kenne eine Wissenschaftlerin, die arbeitet da momentan dran. Ja. Und wahrscheinlich wird es so sein, dass eben diese Muscheln, die wo
keine braunen Zooxanthellen sich vielleicht auch für blaues Licht auch besser eignen würden. Okay. Also, wie siehst du das denn mit Muscheln? Also wenn ich jetzt mal so an die Becken von uns allen so denke, die meisten siedeln ja eigentlich Muscheln immer unten am Boden an. Theoretisch gesehen müsste, würde ich jetzt mal sagen, ja, sollten die doch eigentlich ins Riff rein und dann auch relativ hoch, ne? Oder? Dass du jetzt von der Lichtausbeute her. Ja. Weil normal, die stehen ja eigentlich im Meer, eigentlich auch in relativen Flachzonen. Ja. Das heißt, die fallen ja auch mal trocken, gibt es ja auch. Das stimmt. Ne? Das heißt, die müssten ja eigentlich die volle Leistung an Licht haben, ja, wollen auch deswegen, oder? Es schadet ihnen nicht, mit mehr Licht auszukommen. Mhm. Das ist auf jeden Fall richtig. Aber es gibt halt diese Arten, die, wo sie nicht im Riff drin so richtig halten lassen, wie der Raser oder Hippopus, weil sie einfach nicht die Form haben, um sich da einzugliedern. Ja. Ja. Und da sind halt Crossea eigentlich am besten geeignet dafür, wenn man jetzt, okay, so ein richtig schönes Scaping macht mit Montiporas, die wo sich verwachsen, und dann setzt man da dazwischen diese schön bunten Crossea so als Lichtreflex, also so als Specials halt nochmal, um das aufzutunen. Mhm. Okay. Dann mir persönlich gefällt das am besten. Aber der Raser muss halt leider am weiten Boden stehen. Das, ja, wäre zu gefährlich, dass die dann runterkippt, weil sie sich ja nicht so festmachen kann. Mhm. Ja, das werde ich auch irgendwann mal ausprobieren, weil die Muscheln, die sich halt eben auch im Riffgestein ein, die fressen sich ja rein. Ne, ja, die haben ja so eine Art sich fest eher und wachsen dann mit dem Riff. Ja, aber also die geben ja auch Stoffe ab, dass sie sich ins Riff reinwachsen. Unten. Die geben ja an ihrer Beibrustdrüse da, geben die ja im Prinzip, ja, irgendwelche Stoffe raus, sure, und die fressen sie sich ja rein. Um festzuhalten. Ja. Ja. Und das würde ich gerne auch mal ausprobieren. Das ist halt das so, aber das wird wahrscheinlich Jahre dauern. Ne? Ja, sure. Ist halt dann durch die Bewegung der Muschel einfach, dass sich das Gestein ausschleift und die dann sich versetzt. Also ihr macht es nicht mit einer Mittel. Also ich gehe jetzt mal von der Literatur aus, die es darüber gibt. Ja. Da heißt es das eigentlich so, dass sie quasi ein Sekret unten rausgibt. Und sich damit quasi eingräbt, also halt eben den Kalk, ja, auflöst. Schon, aber ich denke, dass... Du meinst eher von der Bewegung aus? Das, ja, beides ist das, okay, sicherlich. Dann, ja, da werden wir mal schauen. Ja, auf jeden Fall, ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Ja, gerne. Ja, ich bin mega, mega happy, dass ich jetzt so eine geile Muschel mal bekommen habe. Nach 5 Jahren Suche, endlich habe ich sie gefunden. Ich habe ihn schon im Netz gefunden. Ja, nur... Sie war dann weg gewesen, ich habe sie im Shop gesehen, habe gedacht, oh geil, geil, draufgeklickt, ja, aber sie war schon ausverkauft, das habe ich, du bist ja auch immer ein kleines Schweinchen, so sage ich mal, ne? Du machst immer, du lässt die schönen Bilder noch drinnen, aber leider ausverkauft. Ja, die Seite lebt von ausverkauften Artikeln, um zu sehen, wie schön die Tiere sein können. Ja, es ist halt schwierig, wenn man eben als so ein kleines Unternehmen dann wöchentlich wie andere große Firmen da Fluktuationen betreiben möchte auf der Webseite. Mhm. Das ist leider nicht möglich. Und ja, und was könntest du so an Muscheln maximal immer bekommen? Sind das Mengen eigentlich, ja, die du kriegen könntest? Ja, genau. Also könntest du eigentlich so eine, die deutsche Muschelfarmer aufmachen quasi? Ja, ich denke, wir sind auf einem guten Weg dahin. Ja? Okay. Ja, und was sagst du, also 2 Jahre so im Schnitt, wachsen die immer? Also in 2 Jahren kriegt man dann so 3 bis 4 Zentimeter. Okay. Und was ist, wenn wir jetzt so im Handel mal so dran denken, so die großen 16 Zentimeter Muscheln, wie alt sind die schätzungsweise, wenn ihr die so groß zieht? Ja, 10 Jahre. 10 Jahre, das ist echt doch so lange? Es verlangsamt sich ja nach einer Zeit und es ist halt auch von den Umgebungsbedingungen immer auch abhängig. Also ja, es wird nicht leichter im Meer zu überleben. Und gerade dann halt als Muschel, die wo... sie nicht wirklich fortbewegen kann und halt allein vor dem lebt, dass neben ihr eine sitzt, die sie befruchten kann bei ihrer Ei- und Spermienabgabe. Mhm. Und wenn man da das auslichtet, dann wird es halt natürlich einmal schwieriger, dass die Muscheln sich dann treffen. Okay. Ja, auf jeden Fall coole Sache. Vielleicht werde ich ihn noch mal privat mal besuchen, dass wir uns da vielleicht auch noch mal ein bisschen unterhalten, ein bisschen was über Muscheln quatschen. Fände ich mal ganz interessant. Ja. Ich bin auf jeden Fall super, super happy, dass ich jetzt so eine krasse Muschel habe. Und Leute, guckt es euch an. Coral Flam. Geht auf seine Website. Wir sind raus. Danke. Bis dahin, euer Marc. Ciao, ciao.